Ja, La Fiamme hat mich gleich interessiert. Erstens wegen dieser, ich muss sagen, heftigen Musik, also die einen gleich so beim ersten Takt, wenn es losgeht, doch sofort interessiert und packt. Und dann ist es wiederum so eine Frauengestalt, die höchst rätselhaft ist, sehr leidenschaftlich und gleichzeitig auch Leidenschaften unterdrückt und dann sehr eigentümlich handelt. Und diese Kombination war eigentlich so für mich wieder das Recht und gerade auch irgendwie das Richtige hier für so meine Berliner Serie. Ja, der Inhalt von der Oper basiert letztendlich auf einem norwegischen Stück und diese Konstellation in der Familie erinnert mich aber auch ganz stark an Stücke von Henrik Ibsen. Es gibt Dinge, die in einer Familie vorgefallen sind, die Jahre, manchmal Jahrzehnte zurückliegen, ja, über Jahrzehnte geschlummert haben und dann plötzlich kommt der Moment und der Tag, wo das plötzlich alles auftaucht und dadurch Katastrophen auslöst. Mich interessiert einerseits das Private von so einer toxischen Familie. Andererseits ist es eben auch eingebunden in das, was man so als Gemeinde beschreiben würde. Dass man sagt, es gibt so einen großen Überbau, es gibt eine Form von Gesellschaftlichkeit, die darauf basiert, auf bestimmten Normen, Verhaltensweisen und dass Silvana jemand ist, die diese Verhaltensweisen total sprengt. Moment. Ich denke, ich mag Raritäten, weil ich das ganze große, bekannte Repertoire schon auch seit Jahrzehnten immer mit mir rumtrage. Andererseits ist die Beschäftigung mit Raritäten auch bei mir was lange Zurückliegendes. Als ich Oper kennengelernt habe, mochte ich erstmal immer alles. Und dann habe ich erst später gelernt, manche Stücke werden viel gespielt, manche werden wenig gespielt. Und ich bin ganz froh zu sehen, dass es gibt natürlich einen Teil vom Publikum, die muss man überzeugen, in unbekanntere Stücke zu gehen. Aber es gibt auch genauso unschuldige Menschen, so wie ich das einmal war, die einfach einen Titel lesen, sich ein bisschen informieren und dann merken auf einmal, man interessiert sich dafür.